Lieber Herr Agustoni, lieber Herr Meyer, wir sprechen heute über den Ursprung der Menschheit. Wir gehen davon aus, dass wir als Menschen schon längst vor unseren Inkarnationen existiert haben. Wie könnte man sich diese primäre ursprüngliche Existenz, in der wir uns also zum ersten Mal unserer Existenz bewusst wurden, vorstellen? Und aus welchen Quellen beziehen Sie Ihre Ansichten über diese Frage? Das ist eine sehr komplexe Frage. Vielleicht als die zweite Frage als erstes, woher beziehen wir uns auf jetzt unsere Ausführungen? Ich glaube, unsere Quellen sind vor allem die Privatoffenbarung und die Neuoffenbarung, die nachbiblischen Offenbarungen, wie sie genannt werden. Und da haben wir eigentlich nach einem 40-jährigen beidseitigen Studium dieser Literaturen, haben wir uns ein Bild machen können, wie es eigentlich das Ganze aufgebaut worden ist. Ja. Und das hat eine ganz große Bedeutung. Das ist eigentlich der Kernpunkt der gesamten Schöpfung. Es ist vielleicht noch zu erklären, was wir unter Offenbarung verstehen. Und da fehlt uns jetzt natürlich auch die Grundlage dazu, aber ich sage jetzt mal, Offenbarung heißt, es ist das Gotteswort, das uns übermittelt wird. Also Gott öffnet sich für uns. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja, was ist dann Gott? Aber ich möchte da nicht Ihren Fragen vorgreifen. Können Sie noch konkrete Personen nennen, auf die Sie sich hauptsächlich beziehen, also die so als neue Offenbarer gelten? Also wir sprechen ja grundsätzlich zwar auch von Neuoffenbarung, das ist aber ein Teil. Wir sprechen von den nachbiblischen Offenbarungen. Und nachbiblisch heißt, es gibt auch schon in der Bibel Offenbarungen, also Kundgaben aus einer jenseitigen Welt von Gott, wie wir das empfinden. Und die nachbiblischen Offenbarungen beginnen eigentlich mit dem Tod von Jesus schon. Geht über alle Jahrhunderte weg, gibt es Menschen, die Botschaften aus dem Jenseits empfangen haben. Und ein Schwergewicht hat sich dann gebildet im Zusammenhang mit den Neuoffenbarungen. Das sind dann die großen unter vielen. Da wären zum Beispiel Jakob Lorber oder Swedenborg und andere wären da zu nennen. Also die Aber sind wir beschränken uns nicht auf die. Es kommt noch dazu, dass ein ganz wichtiges Thema ist anlässlich des Konzils 325 nach Christus mit der Thematik Schola Scriptura. Dann hat man gesagt, alles, was in der Bibel steht, ist in sich abgeschlossen und was kommt, das nehmen wir eigentlich nicht offiziell auf. Und das ist eigentlich der große Trugschluss, den wir erlebt haben und eigentlich bis zur heutigen Zeit wirkt, dass all diese unglaublichen Quellen nicht in die klassische Lehre der christlichen Religionen offiziell gefunden haben, sondern man kennt sie, aber man nimmt sie konkret nicht auf in die Lehre. Und das ist eigentlich überaus schade, weil in diesen nachbiblischen Offenbarungen so viel Wertvolles eben über die Schöpfung, über den Sinn des Daseins und natürlich auch über das Jenseits erklärt wird. Es hat natürlich auch einen Hintergrund und der Hintergrund besteht darin, dass die verschiedenen, ich sage jetzt mal Propheten oder wie man die nennen will, die haben ihre Anhängerschaft. Und wenn jetzt irgendeine Konfession sich für irgendeine Anhängerschaft entscheidet, dann schließt sie andere aus und das wollen sie nicht. Sie wollen ja ganzheitlich bleiben und darum sich nicht auf eine bestimmte Richtung positionieren. Aber man könnte natürlich, so haben wir versucht, das in unserem Buch zu machen, über den Sinn des Lebens, könnte versuchen, die Essenz herauszunehmen. Und man muss ja nicht sagen, ich bin jetzt Anhänger von dem oder dem, sondern ich habe das von dem oder dem Wortempfänger bekommen. Also Sie beziehen sich auf die Bibel und dann auch auf viele andere Quellen, die danach gekommen sind. Wenn Sie das mal versuchen zu beschreiben, also der Ursprung des Menschen aus diesen Quellen, wie Sie das jetzt momentan sehen, wie könnte man das ungefähr beschreiben? Dieser Zustand, dieser Urzustand, wo wir uns als Menschen sozusagen zum ersten Mal unserer Existenz
bewusst geworden sind. Darf ich dazu auf eine andere Quelle noch hinweisen, die für uns auch eine Rolle spielt? Es ist auch die Wissenschaft, die eine Rolle spielt in unserem Denken und Wahrnehmen. Und da tut sich hervor, die großen Physiker, also Einstein, dann Max Planck und Werner Heisenberg, und die waren alle tief religiös und überzeugt, dass es mehr gibt, als was man physikalisch oder wie auch immer messen kann. Und der Planck hat eine unglaubliche Formulierung gemacht, die zwingend sagt, es braucht einen Schöpfer. Und die Schöpfungsidee ist auch die Grundlage all dessen, was wir gefunden haben. Und nur wenn man das verstanden hat, kann man auch verstehen, dass es ein Jenseits gibt und wie das funktioniert. Und der Planck hat gesagt, dass er das Leben lang hat er sich ja mit den Atomen befasst und ist ja auch der Entdecker der Quantenphysik im Zusammenhang mit Werner Heisenberg ja auch. Und er hat dann gesagt, Materie gibt es eigentlich nicht, es ist alles Geist. Die Materie ist nur verdichteter Geist. Und ich kürze jetzt den ganzen Beweis, die Beweiskette ab und er kommt zum Schluss. Es muss hinter all dem, gibt keine andere Erklärungsmöglichkeit, es muss hinter all dem, muss ein Schöpfer stehen und er sage jetzt, er nenne diesen Schöpfer, wir das in allen Kulturkreisen kennen, nenne er Gott. Es gibt aber in anderen Kulturkreisen auch andere Bezeichnungen dafür. Und es ist wichtig, dass man da nicht einfach einen bärtigen Mann sich vorstellt, sondern dass es die Schöpferkraft ist, von der alles ausgegangen ist. Jetzt auf diese konkrete Frage, wie haben wir unser Bewusstsein wahrgenommen? Wie gesagt, Gott ist ja eigentlich Liebe, ist Liebesenergie pur. Und er hat dann sich selbst gesagt, ja, ich möchte ja nicht allein, ich sage es jetzt ganz einfach, existieren, sondern ich möchte diese Liebe teilen und hat dann seine Gedanken eines Wesens, analog für ihm, Ebenbild von ihm, natürlich in der energetischen Fassung herausgestellt. Und so sind nach und nach Seelen entstanden und haben ein eigenes Bewusstsein erhalten. Und dieses Bewusstsein war anfänglich sehr hoch, weil es ja von der göttlichen Energie herstammt. Und wir waren uns unseres hohen Bewusstseins damals, das sind Äonen von Jahren, auch bewusst. Und so haben wir anfänglich die Liebe mit Gott geteilt und sind in Liebe da gewesen und sind so als Wesen entstanden in unzähliger Art. Das ist eigentlich die Idee oder die Grundlage der Schöpfung. Da stelle ich zum Beispiel oft die Frage, ja, was tut man im Jenseits ständig? Wenn man sich aber mit dieser Thematik befasst, dann weiß man auch mit der Zeit, dass es ja in diesem nichtkörperlichen Zustand auch gar keine Zeit gibt. Ja, also man kann sich das schwer vorstellen, wenn man hier inkarniert ist, wo man so ein zeitliches Empfinden hat, so eine zeitliche Vorstellung von der Existenz. Können Sie das vielleicht ein bisschen näher beschreiben? Wie lebt man in einer Zeitlosigkeit? Das sind Sie und wir bestimmt, noch können wir uns nicht daran konkret erinnern. Ich glaube, im Jenseits, in der geistigen Welt, gibt es weder Zeit noch Raum. Aber es gibt einen Zustand. Und dieser Zustand spüren wir natürlich nicht wie hier in der Zeit oder im Räumlichen, sondern wir sind. Und diesen Zustand erleben wir vielleicht im Alltag am besten oder am nächsten durch die Meditation. Wenn wir in einer Meditation versunken sind, dann spüren wir logischerweise keinen Raum und keine Zeit. Aber auf der anderen Seite ist das Leben konkret, aber einfach in einem anderen Sinne, eher in der geistigen Wahrnehmung. Ja. Wenn wir von Zeit sprechen, dann binden wir uns ja an Himmelskörper. Also wir messen ja den Tag in 24 Stunden, das ist den Sonnenumlauf, Monate, Jahre und so weiter, das ist alles.
irgendwie materiell bedingt. Und im Jenseits gibt es die Materie nicht, also hat man da keine Möglichkeit, sich an irgendeiner Zeit, die ja materiell begründet ist, zu orientieren. Es gibt aber im Jenseits trotzdem gibt es eine Abfolge. Und wie man das dann wahrnimmt, ja, da kann man spekulieren, man kann hören, was man vom Jenseits empfängt, aber da sind wir auf, mindestens wir zwei, auf unsicherem Gebiet, was wir als absolut richtig empfinden würden. Ich glaube, das Jenseits ist eine Frage des Bewusstseins, des Zustandes, des seelischen Bewusstseins. Wie fühlen wir uns? Fühlen wir uns innerlich glücklich oder fühlen wir uns unglücklich? Das kommt natürlich dann auch darauf heran, in welcher Entwicklungsstufe wir uns befinden. Und das Ziel ist wiederum zurückzukehren, wo wir einst waren, eigentlich im höchsten Bewusstsein. Das ist eigentlich das ganze Ziel unseres Daseins. Und jetzt auf der Erde sind wir auf dieser Zwischenstufe oder auf diesem Schulungsplaneten, wo wir eigentlich unser jenseitiges Leben jetzt schon seelisch bewusst gestalten können. Bleiben wir noch bei diesem bei dieser Ursprungsfrage. Also Sie haben jetzt schon erwähnt, mehrmals den Begriff Energie im Zusammenhang mit Gott. Und das, also so wie Sie das beschrieben haben, könnte man meinen, dass Gott oder wir alle im Ursprung ein Wesen waren. Ja. Das passt auch zu diesen Lichterfahrungen, wie das oft beschrieben wird, wo Menschen zum Beispiel sagen, wenn man in dieses Licht kommt, das Licht wird du und du wirst das Licht. Oder jemand hat mal gesagt, als ich in dieses Licht hineingekommen bin, habe ich mich, ich wurde zu mir selbst hinzugefügt. Ja? Also manche schließen ja daraus, dass wir in Wirklichkeit vielleicht nur ein Wesen sind. Also dass die gesamte Menschheit sozusagen in ihrem Urzustand nur ein einziges Wesen ist. Und da stellt sich die Frage, ja, wie ist überhaupt diese eine Wesenheit entstanden? Gibt es da überhaupt einen Anfang? Haben Sie auch zu dieser Frage Antworten gefunden, wie dieses Urwesen überhaupt entstanden ist? Ja, diese Antwort, die haben wir gefunden. Das Urwesen so ist nicht entstanden. Weil wir sagen ja auch, dass Gott ewig ist. Und erklären lässt sich das mit Ihrem Stichwort, das Sie genannt haben, Energie. Energie kann nicht geschaffen werden, sie kann auch nicht vernichtet werden, sie kann nur umgewandelt werden. Und nach den Offenbarungen, die wir kennen, war diese Energie ja da, das war die reine Liebe. Die Liebesenergie, das ist der Ursprung. Und aus der Energie entsteht auch Materie, wenn das sein soll. Und die Materie an sich ist nichts, sie ist umgewandelte Energie auf einem niedrigeren Schwingungsniveau. Und Gott hat nachher für diese Liebe braucht es ein Gegenüber. Ohne dass man ein Gegenüber hat, kann eine Kraft gar nicht wirken. Und er wollte ja sich auch bestätigt fühlen und hat dann als ersten Geist, Geistwesen hat er die Satana geschaffen, um ein Gegenüber zu halten. Und dann sind weitere Individuen entstanden. Es ist also nicht so, nach dem, was wir gefunden haben, dass alles eins ist. Wir sind alle eins in der Liebe, alle eins im Ursprung der Energie. Aber wir sind Individuen geworden und das werden wir bleiben. Also Sie haben etwas gesagt, das habe ich mir anfangs schon gedacht, zu Ihren Ausführungen, dass für die Liebe ist ein Gegenüber notwendig. Ja, das heißt, das habe ich mir nämlich auch gedacht, dieser Gedanke ist mir gekommen. Das heißt, bevor andere Wesen erschaffen wurden, das heißt, da kann Gott nicht geliebt haben. Also war das trotzdem irgendwie eine Liebesenergie oder wie war das, bevor andere Wesenheiten erschaffen wurden? Das ist natürlich metaphysisch gesehen eine überaus anspruchsvolle Aufgabe. Also Gott nehmen wir jetzt mit unserem doch eher naiven Wahrnehmung entsprechend wahr.
hat einfach gesagt, es ist so viel unendliche Liebe meinerseits da, aber ich muss die Liebe leben können. Wir können ja nur Liebe leben, wenn wir, wie Sie gesagt haben, ein Gegenüber haben. Und dann hat er die Gedanken herausgestellt, ich möchte meine Liebe weitergeben, ich möchte meine Liebe leben. Und so sind wir dann als Gedanken seinerseits im Bewusstsein als Wesen entstanden. Und wir sind individuelle Wesen und nicht irgendwie ein Klumpen, ein einziges Wesen, oder gehen auch nicht zurück nachher in eine Art Gruppenseele oder in eine einheitliche Dimension, sondern wir bleiben auch dann im Jenseits wieder zurück, wenn wir uns zurückgearbeitet haben in die höchste Ebene, als Individuen weiterhin bestehen. Und das ist ja auch so spektakulär und so wichtig. Wenn wir aufgehen würden, eine Kollektivseele, wäre wahrscheinlich der innere Drang, wieder zurückzukehren, nicht sehr groß, weil wir dann meinten, irgendwie finden wir uns wieder in einer großen Gruppe oder einem Klumpen. Und das ist wahrscheinlich schon nicht der Fall. Wir sind als Individuen geschaffen worden und werden auch ewig dann bestehen als Individuen, wie wir heute uns in unserem Bewusstsein entsprechend fühlen. Und jetzt ist auch der Begriff gefallen, Satana, dass die ersten Wesen Satana waren. Können Sie mal beschreiben, wie es zu diesem Begriff kommt, woher der kommt, dieser Begriff, und was er bedeutet? Also Satana, das ist der Name dieses erstgeschaffenen Wesens. Und Satana ist eine weibliche Form. Das ist polar zu sehen und nicht irgendwie sexuell polar zu sehen. Und Gott hat die andere Polarität und die weibliche Polarität, das war das Geschöpf, das er geschaffen hat. Das ist ein Name. Und mehr steht dahinter meines Wissens nicht. Also würden Sie sagen, Gott ist dann männlich oder geschlechtslos? Ich glaube, diesen Themen können wir gar nicht operieren, weil das ist rein irdisches Bewusstsein. Gott ist eigentlich schon geschlechtslos oder eigentlich geschlechtsneutral. Und ich glaube, das ist eine reine Energieform und nicht eine sexuelle entsprechende Wahrnehmung. Und das übersteigt natürlich auch unsere Fähigkeiten, das konkret zu definieren. Und dann gibt es den Begriff des Falles. Also wir gehen davon aus, wir waren da in einem sozusagen in einem reinen Urzustand. Und was hat es dann mit diesem Fallgeschehen auf sich, wie es oft bezeichnet wird? Oder ich habe zum Beispiel auch schon den Begriff gehört, es gab eine kosmische Katastrophe, gibt wahrscheinlich einige andere Begriffe. Wie würden Sie das beschreiben? Ja, wir hatten ja eben zunächst mal Gott auf der einen Seite und hat geschaffen die Satana. Dann wurden, und da hat die Satana auch mithelfen dürfen, aber geschaffen hat es Gott, die anderen Wesen. Jetzt war in der Eigenschaft so, die Wesen, die dann entstanden sind, die konnten die Satana, weil sie geschaffen war, erkennen. Sie konnten aber Gott nicht sehen, weil Gott in dieser unvorstellbaren großen Energie ist so energievoll, dass man sich ihm nicht nähern kann. Vergleichen Sie das mal mit einer Atombombe, was ein kleines Fleckchen wäre. Wir können uns dieser Helligkeit, dieser Energie überhaupt nicht nähern. Und darum hat nachher die Satana, die hat dann gefunden, ja, ich könnte das auch allein machen, hat sich in Hochmut nachher auch eine Anhängerschaft geschaffen und hat sich dann auf diese Weise mit dieser Anhängerschaft von Gott entfernt. Jetzt, was heißt von Gott entfernen? Von Gott entfernen heißt von der Energie weggehen. Und das heißt, man geht ins Dunkel, es gibt kein Licht mehr. Und das ist der Fall. Und im Fall haben sich die Leute dann von Gott entfernt und es waren die geschaffenen Wesen und dazu gehörten auch wir. Das ist eine wichtige Aussage. Wir sind nicht erst entstanden bei der Zeugung vor unserer Geburt, sondern wir wurden urgeschaffen. Das war der Fall und da
In dieser Situation hat nachher auch der Name von Satana geändert, weil er wollte ja werden wie Gott, wollte also männliche Polarität haben, und seither heißt er dann Satan, und er hat sich dann auch als Lichtträger, als Luzifer bezeichnet. Er hat uns damals einfach, ganz jetzt naiv gesprochen, also mit unserer Sprache, weil er sichtbar war im Gegensatz zu Gott, sind wir ihm gefolgt und haben uns so weit von Gott entfernt. Und durch diese Entfernung verdichtete sich natürlich unsere Energie, und sie wurde immer fester und fester bis zur Materie. Und so ist eigentlich das materielle Weltall entsprechend entstanden. Und sie haben auch ein Wort gebracht, die kosmische Katastrophe. Das gibt verschiedene Begriffe. In der Bibel steht eigentlich wenig darüber, aber es steht doch unter dem Aspekt der Engelfall. Aber so ist dann aus dieser Entfernung von Gott, von unserer Urschöpfung, ist dann die Materie, das materielle Universum, als Paralleluniversum zum Geistigen entstanden. Und hier befinden wir uns jetzt wiederum. Und unsere Aufgabe ist, wieder zurückzukehren in unsere ursprüngliche, fast perfekte Bewusstsein. Das ist eigentlich unser Ziel. Können wir auf diesen Ursprung noch näher eingehen? Sie haben da jetzt einiges gesagt, was wahrscheinlich viele Zuseher nicht kennen. Also diese Erschaffung der Wesenheiten, es ist ja von den christlichen Kirchen her die Ansicht verbreitet, Gott hat ein mehr oder weniger sich gleichgestelltes Wesen erschaffen. Ja. Andererseits haben Sie jetzt Dinge erwähnt, das hat sich so angehört, als wären diese neu erschaffenen Wesen sich dieser Größe nicht bewusst gewesen. Kann man das sagen, das ist ein Gegensatz zu dieser verbreiteten christlichen Lehre? Wir haben uns verführen lassen von Luzifer oder Santana, weil er sichtbar war, und er hat uns einfach mitgerissen in seinem Sog. Und so sind wir natürlich eben immer mehr verdichtet worden und haben unsere Existenz, eigentlich unser Bewusstsein in diesem hohen Maße konkret aufgegeben. Und können Sie aber das näher beschreiben, wie kam es dazu? Also wenn man davon ausgeht, dass man als Energiewesen, als körperliche Wesen vor allem auch irgendwie ein Bewusstsein hat, wie kommt es da zu so einer Entfernung? Also das ist ja, könnte man sich denken, nicht so eine ein Gedanke, dass man sagt, ja, so, ich entferne mich jetzt von Gott. Da muss ja vielleicht irgendwas Tieferes dahinter sein, also psychisch oder vom Bewusstsein und vom Empfinden her. Wie kommt das, dass man sich da irgendwie entfernt bis so weit, dass das sozusagen das absolute Gegenteil der Liebe entsteht, nämlich das absolut Böse? Wie kann sowas passieren? Also der Hintergrund liegt in einem Grundsatz, dass Gott nie etwas geschaffen hat, das fertig war. Gott hat immer etwas geschaffen, das sich entwickeln muss. Nehmen Sie mal eine Eiche. Da ist auch die Eichel, diese Frucht ist am Anfang, und der Baum entsteht da, und einfach da entsteht nie eine fertige Eiche. Und so war es auch mit Satana und den Geistwesen, die in dem Zusammenhang geschaffen wurden. Er war nicht fertig, sonst wäre Satana ja und auch die Geistwesen wären ja schon von Anfang an vollkommen gewesen und hätten gar nicht sich von Gott entfernen können, weil sie in der Liebe ja mit ihm verbunden gewesen. Ja, das ist eben das, was ich gemeint habe als Gegensatz zu dieser verbreiteten christlichen Ansicht, dass die Urwesen sozusagen gottgleich waren. Ja? Also Sie sagen jetzt eher, dass die neu erschaffenen Wesen, dass die eben nicht auf dieser selben Stufe waren, so wie Gott, sondern dass man könnte vielleicht sagen, wenn man eine Metapher nimmt, das sind wie Kinder, die sich erst entwickeln müssen. Richtig. Ja. Und aber anfänglich waren wir schon gottähnlich, aber nicht vollkommen, sonst werden wir ja nicht gefallen. Das ist ja eine Logik in sich. Und wir haben einfach uns innerlich von Gott getrennt, weil er nicht sichtbar war. Und Luzifer oder
Satan war sichtbar und wir sind ihm nachgefolgt, weil er uns ebenfalls noch ein höheres Heil wahrscheinlich versprochen hat. Und aus einem geistigen Hochmut sind wir ihm gefolgt und aus Naivität und wir haben uns immer mehr vom Göttlichen entfernt und sind so verdichtet worden. Also könnte man vielleicht das auch damit vergleichen, dass Kinder hier auf der Welt, auch wenn sie irgendwie in einem behüteten Haus aufwachsen, kann es passieren, dass sich Kinder im Leben verirren. Und die einen, die schaffen es sozusagen schon wieder früher, dass sie auf die rechte Bahn kommen, und andere stürzen sozusagen ganz tief ab. Kann man das Das so ungefähr vergleichen? ist ein eigentlich guter Vergleich. Und dann kann man noch ein Gleichnis aus der Bibel nehmen, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Er findet wieder zurück. Das ist eigentlich dieses Gleichnis, das wir in der Bibel haben, beschreibt eigentlich die ganze Szenerie, wohin es geht und was eigentlich das Lebensziel ist. Dann stellt sich zum Beispiel auch die Frage, also man inkarniert dann, Sie gehen davon aus, dass man mehrmals inkarniert. Kann man das auch beziffern? Also wie oft kann so ein Geistwesen inkarnieren? Also grundsätzlich müsste eine Inkarnation reichen, um die Reife für die Rückkehr wieder zu gewinnen. Wir sind nicht der Meinung, dass es beliebig viele solche Inkarnationen gibt. Wir halten das für eine Vermischung mit der Seelenentwicklungslehre, die davon ausgeht, dass die Seele sich aus einem gebundenen Zustand aufwärts entwickeln muss, bis sie den Zustand hat, dass sie als Mensch, dass ein menschliches Geistwesen in ihm inkarnieren kann. Und wir rechnen schon damit, dass es solche wiederholte Inkarnationen gibt, aber nicht in der Anzahl, die man gemeinhin etwa annimmt. Es ist natürlich so, die Entwicklung findet ja nicht ausschließlich auf dieser Erde statt, sondern wir dürfen nicht vergessen, dass aus das Jenseits, das wir dann eines Tages betreten, ebenfalls eine Weiterbildungsstätte ist, wo wir uns entwickeln, wieder zurück. Also wir müssen nicht unbedingt auf die Erde nochmals kommen. Es ist übrigens, scheinbar freiwillig. Aber der große Entwicklungsschritt machen wir auf der anderen Seite in der jenseitigen verschiedenen Sphären. Es ist auch möglich, in der Energie, also nicht grobstofflich, auf anderen Planeten aufgrund ihrer Energie, die wir nutzen können für unsere Weiterentwicklung, aber auf geistiger Ebene nicht in körperlicher Form. Das ist natürlich auch eine Alternative. Klar ist allerdings, dass alles, was wir inkarniert, das heißt, also in unserem Körper, den wir hier erleben, in der Reife erreichen, dass das viel, viel rascher geht als nachher im Jenseits, weil im Jenseits die Polarität wegfällt. Also Sie sagen, durch die Inkarnation geht es rascher, obwohl es aus der jenseitigen Sicht keine Zeit gibt. Also könnte man sagen, diese Möglichkeit hier in die Materie hineinzugehen, das ist eine Möglichkeit, damit man besser vorankommt. Es geht schneller voran und zwar aus folgendem Grund. Das Diesseits ist heterogen, also wir treffen ja immer wieder andere Menschen, andere Gesichtspunkte und so weiter an. Wir können eigentlich den Weg finden, den inneren, aufgrund verschiedener Beispiele, verschiedenen Menschen, verschiedenen Charaktere. Das Jenseits hingegen ist homogen. Das heißt, nach dem Gesetz der Resonanz ziehen wir im Jenseits immer diejenigen Menschen an, die uns entsprechen, die gleich sind wie wir. Und aus einer Gleichheit dann auszubrechen in die neue Phase, das ist komplexer als zum Beispiel hier auf der Erde, wo wir täglich wie einem Theater verschiedene Schauspieler in Anführungs- Schlusszeichen haben, wonach wir uns messen und halten können. Das ist der Unterschied, weil es hier schneller und besser vorangeht, dass man sich freiwillig vielleicht wieder ein- oder zweimal zusätzlich für eine Inkarnation entscheiden wird. Darf ich noch auf Ihren Hinweis wegen der Zeitlosigkeit in der Ewigkeit, also im Jenseits eingehen?
Es gibt ein Buch von Jakob Lorber, das den Tod eines Menschen beschreibt. Er war Aufständler und wurde erschossen. Und dieses Buch beschreibt seinen Werdegang im Jenseits, bis er im himmlischen Jerusalem, also im Ursprungsort bei Gott wieder ankommt. Und die Dauer, die es gebraucht hat, bis dieses Buch entstanden war, war 3 Jahre. Das heißt, diese Daten kann man genau festmachen. Man weiß, wann der Mann hingerichtet worden ist, und man weiß auch, wann das Buch beendet worden ist. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, wenn eine Zeitlosigkeit drüben besteht, kann ja das sein, dass man das einfach so durchgegeben hat. Es könnte aber auch sein, das halte ich für wahrscheinlicher, dass eben irdisch gesehen eben trotzdem die Zeit läuft und dass da Vergleiche zwischen jenseitigen Entwicklungen und irdischen möglich sind und dass man die dann irdisch gesehen zeitlich einordnen kann. Nehmen wir mal das Beispiel. Es gibt ja nicht nur diese Himmelserfahrungen, sondern Menschen berichten ja immer wieder auch über Todeserfahrungen, die nicht sehr schön waren. Ja, das wird oft tabuisiert, weil es auch beängstigend ist und schwer verständlich ist, wenn immer die Rede ist von einem liebenden Gott. Ja, warum gibt es dann Höllenerfahrungen? Menschen über außerkörperliche Erfahrungen sagen ja immer wieder, sie waren da in einem Zustand, da in einem Bewusstseinszustand, der sich dann so angefühlt hat, als würde er sich nicht verändern. Das entspricht dieser Homogenität, die Sie angesprochen haben, Herr Mayer. Wenn man sich vorstellt, jemand stirbt so und bleibt vorerst in so einem weniger schönen, weniger glückseligen Zustand. Wie kann man sich das vorstellen, dass dieser Geist, diese Seele sozusagen wieder zu einer Inkarnation kommt? Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, diese Frage einigermaßen zu beantworten. Das erste ist eigentlich, dass man eben auch sieht, dass es auf der anderen Seite nicht nur eitel Freude sein kann, dass wir dort auch eine Bewusstseinsebene haben, die nicht sehr schön ist. Und das kann auch ein Wink sein, ein Hinweis, dass dann diese Person, die dann in der Nahtodeserfahrung wieder nachher erwacht, dass sie das auch sagt, dass man sagt, es ist nicht eitel Sonnenschein, es ist das Paradies auf der anderen Seite. Das ist eine Möglichkeit. Aber die zweite Möglichkeit ist natürlich, dass man in einem sehr ungläubigen, schlechten Zustand auf die andere Seite kommt. Also das heißt, dass man das Leben dann hier eigentlich nicht richtig genutzt hat, um die Seelenentwicklung weiterzutreiben. Und das ist natürlich dann nach dem Gesetz der Resonanz, so wie man hier fällt, also wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Das heißt, dass dann die andere Seite eben einem manifestiert, dass die Seele noch nicht weit ist, dass sie noch in einem schlechten Zustand, Anführungs- Schlusszeichen, auf der anderen Seite aufwacht. Und das ist dann das, was die christlichen Kirchen auch als Fegefeuer bezeichnet, wo man sieht, aha, da ist noch nicht vom Paradies, da muss noch viel Arbeit geschehen auf der anderen Seite in der Entwicklung. Oder wenn man dann eben zurückkommt nach der Nahtodeserfahrung, dass das ein Imperativ ist, das Leben grundlegend zu verändern. Also wenn ich im Jenseits im Dunkel ankomme, ist das ein Zeichen dafür, dass ich in der noch Gottferne ankomme. Und wenn ich das im Sinne eines Nahtoderlebnisses erlebe, dann müsste das eigentlich eine dringende Aufforderung sein, mein Leben zu ändern und wieder Gott sich anzunähern. Und dann werde ich keine solche Erfahrung mehr machen. Ja, das sagen ja diese Menschen auch immer wieder, dass sie sich dadurch verändert haben. Aber man muss ja auch damit rechnen, dass viele Menschen, die sterben, ohne dass sie vorher so ein Erlebnis hatten. Also die dann tatsächlich körperlich tot bleiben, wie kommen die wieder zu einer Inkarnation?
Ja, das geht natürlich, zuerst wird man das Leben auf der anderen Seite aufarbeiten, das ist ja logisch, man geht diese Phasen durch, man schaut dann, wo hat man versagt, was war gut so, wie einer Prüfung, hier sind wir ja in einer Prüfung. Und dann gibt es natürlich, wie gesagt, drei Entwicklungsmöglichkeiten auf der anderen Seite, das ist das Übliche, dass man auf der anderen Seite sich weiterentwickelt. Wir dürfen nicht vergessen, dass das andere, Jenseits, geistig real ist. Es ist nicht irgendwie nur ein Zustand, sondern wir haben dort auch begegnen Menschen, wir begegnen dort auch Landschaften und so weiter. Das Diesseits ist nur ein Abklatsch des Jenseits, also wir entwickeln uns dort mit ähnlichen Möglichkeiten wie hier. Dann schon erwähnt, auf anderen Planeten, aber energetisch gesehen, nicht körperlich. Oder man sagt dann freiwillig, es ist hier einfacher, ich investiere nochmals 70, 80 Jahre, bin mir bewusst, was sich ändern muss. Das vergesse ich zwar, wenn ich dann wiederkomme, aber es ist wieder eine Chance, einmal noch den ganzen Durchlauf zu erarbeiten, bis wir vielleicht dann doch ein besseres Leben hinter uns haben. Es ist auch ein gewisses Risiko. Es kann natürlich dann bei der zweiten oder dritten Inkarnation noch schlechter kommen, weil wir ja nicht bewusst wahrnehmen, warum wir hier sind. Und das ist natürlich ein Risiko, das wir dann bei der Inkarnation eingehen. Also ein großes Risiko, wenn man über zu viele Reinkarnationen nachdenkt, ist die Vorstellung, ja, ich habe ja dann eine zweite Gelegenheit, ich mache es dann dort besser. Aber in welchen Bedingungen, dass man in der zweiten Inkarnation dann ankommt, das ist dann alles andere als klar. Es kann also sein, dass jemand in einer Stadt aufwächst, hier in guten Verhältnissen, aber gottferne lebt und nachher in einem zweiten, damit er sich dann eher demütigt, irgendwo im Urwald zu Hause ist unter erbärmlichsten Bedingungen. Gehen wir vielleicht auch noch darauf ein, worauf es bei dieser Seelenwandlung oder sprechen wir vielleicht auch von einer Charakterwandlung, worauf es dabei ankommt. Also das ist jetzt schon ein paar Mal erwähnt worden. Herr Mayer, Sie haben auch gesagt, es kann auch sozusagen schief gehen, also es kann auch in die andere Richtung gehen. Das zeigt sich auch bei Berichten über Nahtoderfahrungen immer wieder, ja, dass Menschen sagen, ja, das Leben war eigentlich in gewisser Weise so geplant, aber es kann passieren, dass man sich dessen so unbewusst ist, was da passiert im Leben. Dass man abgelenkt ist, überhaupt in dieser heutigen Zeit mit diesem Kapitalismus, mit diesen ganzen Anforderungen. Also, um das auf den Punkt zu bringen, worauf kommt es Ihrer Meinung nach bei dieser charakterlichen Verwandlung? Oder bei diesem Aufstieg, wenn man es so bezeichnen will, worauf kommt es an? Ich glaube, das einfachste, aber vielleicht das schwierigste Mittel ist, dass man das Doppelgebot der Liebe lebt, also liebe Gott und liebe den Nächsten wie dich selbst. Und das ist eigentlich das Kernwort einer optimalen Inkarnation. Das ist einfach gesagt, aber etwas schwierig im Umsetzen. Und wir werden natürlich hier an diesem Prüfungsfeld, die 70, 80 Jahre, die wir hier verarbeiten, immer wieder geprüft, auch von der negativen Energie. Wir haben, die Erde ist ja geprägt von einer positiven und einer negativen Energie. Und täglich werden wir geprüft, wie wir auch mit der negativen Energie umgehen. Und wir begegnen Menschen negativ, wir sind selbst negativ und das Ziel ist eigentlich die positive Energie, eben die Liebesenergie hier zu leben. Und das ist eigentlich das Schlüsselwort eines erfolgreichen Lebens. Und das ist einfacher gesagt, als wirklich im Alltag dann getan. Vielleicht braucht es noch eine etwas konkretere Vorstellung, was Lieben bedeutet in dem Zusammenhang. In dem Zusammenhang bedeutet Lieben dem Nächsten, also Gott, dem Nächsten, uneigennützig Gutes zu tun und eigentlich auch sich selbst. Und hat nichts einfach mit Egoismus oder so zu tun, sondern uneigennützig Gutes tun. Und das kann man natürlich in der Praxis immer machen. Wenn ich irgendetwas tue, kann ich mich fragen, mache ich das jetzt uneigennützig, um jemand anderem etwas Gutes zu tun?
Und wichtig ist doch, dass wir nicht an die Vorteile denken, die wir dann allenfalls auf der anderen Seite haben, also einen Logenplatz statt irgendwie einen Stehplatz, sondern dass es wirklich aus innerer Überzeugung unserem Schöpfer gegenüber eigentlich tun und das aus Dankbarkeit, dass wir eine Existenz überhaupt sind. Denn das ist nicht selbstverständlich, dass wir überhaupt ein Teil der Schöpfung sind. Und das bedarf natürlich einer großen Demut und vor allem einer großen Dankbarkeit. Bei all diesen Quellen, die Sie nehmen, was würden Sie zu der Frage sagen, dass das Leben determiniert ist? Also das ist ja auch sehr verbreitet, sogar in der Wissenschaft. Es gibt sogar in der Wissenschaft Personen, die behaupten, also auf wissenschaftlicher Basis, es ist alles determiniert. Also so ein Extremfall, das war der deutsche Biologe Gerhard Roth zum Beispiel, der eigentlich ziemlicher Materialist war, wie man so sagt, ja, der eher davon ausging, dass es kein Jenseits gibt oder geben kann, der aber auch gesagt hat, es ist alles determiniert und es kann deswegen gar keine Schuldfrage geben, gar keine Schuld geben. Und das ist ja auch in spirituellen Kreisen sehr verbreitet, dass Leute sagen, es ist alles determiniert. Andere sagen wiederum, es sind nur gewisse sozusagen Eckpfeiler oder Wendepunkte, gewisse Schlüsselerfahrungen determiniert, aber es gibt sehr viel Spielraum für andere Möglichkeiten. Ja, wie ist Ihre Antwort dazu? Wir sind ja keine Marionetten und Gott ist ja nicht ein Puppenspieler, der uns an den Fäden zieht. Das wäre ja obsolet und ist eigentlich auch unmöglich. Dann hätte da die ganze Schöpfung und das ganze Sein ja keinerlei Sinn. Ich glaube, wir haben einen freien Willen. Das ist der große Unterschied auch zu den Tieren. Wir haben einen freien Willen. Wir können über uns selbst entscheiden. Das ist eines der größten Geschenke, das wir mitgenommen haben hier in diese Inkarnation. Und jetzt müssen wir natürlich etwas aus dieser Inkarnation machen. Und determiniert ist eigentlich sehr wenig. Und eigentlich aufgrund der vielen, vielen Quellen, es ist nur der Zeitpunkt und der Ort mehr oder weniger gegeben und alles andere erschaffen wir uns selbst. Und dann kommen natürlich dazu, das haben wir bis jetzt noch nicht erwähnt, die geistigen Gesetze, die über den Naturgesetzen stehen. Da wäre eine eigene Sendung auch sinnvoll. Und auf diesen geistigen Gesetzen leben wir hier und die begleiten uns täglich. Aber wir haben den freien Willen und es ist äußerst wenig determiniert, weil ansonsten macht das Ganze gar keinen Sinn. Es ist natürlich eine Frage, was man unter determiniert sein verstehen soll. Wenn es eine Fremdbestimmung ist, die determiniert, wie gesagt worden ist, an ein Puppenspiel erinnert, dann ist das sicher nicht determiniert. Da wäre der freie Wille gar nicht möglich. Es kann aber sein, dass wir, bevor wir inkarnieren, dann wird ja die Lebensaufgabe geplant. Es werden auch die Umstände geplant, unter denen man inkarniert. Es werden die Familien ausgewählt, die Kontakte. Und dazu sagen wir ja, bevor wir inkarnieren. Und wozu wir ja gesagt haben, da kann man schon sagen, das ist determiniert. Es ist aber nicht fremddeterminiert, sondern es unterliegt unserem freien Willen und wir können jederzeit auch davon abweichen. Wir werden es nicht tun, weil wir das so ursprünglich vereinbart hatten. Also in dem Sinne determiniert kann man verstehen, teilweise, aber nicht so, wie im Marionettentheater. Ja, also keine Fremdbestimmung, sondern wie es auch oft gesagt wird im Zuge außerkörperlicher Erfahrungen, dass es da, dass das sozusagen eine Art Vereinbarung ist oder es gibt den Begriff Seelenvertrag, sondern also dass das schon sozusagen in Abstimmung mit dem eigenen höheren Selbst ist, ja. Wir werden natürlich geführt von Gott und wir müssen diese Führung auch akzeptieren und mit Freude annehmen. Aber größtenteils wird von dieser Führung nicht Gebrauch gemacht, weil wir gar nicht an diese Führung glauben. Das ist ja das Problem der heutigen Zeit, dass wir uns von dieser Führung immer mehr entfernen, weil wir zu Gott ein diffuses Verhältnis haben oder schlussendlich leider gar keines. Aber Also wir kann man da wirklich sagen, das ist jetzt heute schlimmer als früher? Also
wenn man an frühere Zeiten denkt, zumindest an die letzten, sagen wir mal, 2000 Jahre, da gab es ja auch schon auch viele Gemetzel und Blutvergießen. Also kann man da wirklich sagen, das ist jetzt heute noch schlimmer als früher? Hatten Menschen früher wirklich eine stärkere Gottesanbindung? Diese Gottesanbindung war natürlich auch eine gewisse Imperativ seitens der kirchlichen Institutionen. Denken wir an das Mittelalter, da hat die Kirche eigentlich die Politik und alles bestimmt. Es wurde uns auch eine Macht dargestellt, die uns sträft und Gott nicht mit Liebe dargestellt. Und aus dieser Angst und aus dieser Situation haben wir dann vordergründig vielleicht ein gottesähnliches Leben geführt. Aber das war eben wahrscheinlich nicht freiwillig. Und jetzt haben wir natürlich nicht mehr diesen Druck, der uns vermittelt wurde und die Angstmacherei, sondern jetzt sind wir auch hier frei, aber mit dieser Freiheit machen wir wahrscheinlich trotz allem viel zu wenig. Ich denke, wir sollten diese Verschlechterung der Situation nicht einfach nur am Gemetzel festmachen, weil das Gemetzel ist etwas, das irdisch stattfindet. Aber es geht ja darum, ob unser Seelenzustand sich verschlechtert. Und das heißt, anders gesagt, ob wir mit unserer Seele uns und dem Geist in uns weiter von Gott entfernen. Und da bin ich dann schon der Überzeugung, dass es heute schlimmer ist, als das früher der Fall gewesen war. Früher haben die Leute zwar einen äußerlichen Glauben gehabt, aber sie haben doch noch einen gewissen Glauben gehabt, eine gewisse Nähe zu Gott schon, auch wenn sie unvollkommen war. Aber heute ist das sehr schlecht schlimm geworden, wenn sie denken, wie die Religion verunglimpft wird, dass man sie ausgrenzen will. Dann sind wir heute schon schlechter dran als je zuvor, denke ich. Wobei man vielleicht dazu sagen muss, der Glaube allein, das ist wieder die Frage, was ist Glaube? Der Glaube allein macht ja auch nicht unbedingt einen besseren Menschen. Also ich weiß auch aus eigener Erfahrung, in ein und derselben Kirche, da gibt es Gläubige, die haben ein positives Gottesbild, die haben eine entsprechende Persönlichkeit und andere haben da ein anderes Gottesbild und die haben eine andere Persönlichkeit, die sich im Alltag vielleicht nicht unbedingt so vorbildhaft liebevoll zeigt. Also es kommt ja wohl auch darauf an, auf die Glaubensinhalte, ja. Und auf den Bewusstseinszustand. Jeder ist auf seinem eigenen Weg und jeder entscheidet eben aufgrund des freien Willens natürlich über sein Leben. Und das ist natürlich grundsätzlich verschieden. Das ist eben die Heterogenität, die wir hier im Diesseits täglich erfahren, ja. Und was würden Sie sagen, ist dann so das besonders Schwierige bei dieser charakterlichen Verwandlung? Können Sie vielleicht so konkrete Beispiele aus dem Lebensalltag nennen? Also ich würde gerne nochmals auf das Doppelgebot der Liebe hinweisen, weil das ist der Schlüssel zum Ganzen und das gibt auch führt eigentlich auch zur Demut. Und in dem Zusammenhang muss man natürlich schauen, was befähigt uns überhaupt zurückzukommen. Ich sage jetzt mal einfach gesagt in den Himmel, wobei ich meine jetzt in den obersten Himmel. Das ist eigentlich die Demut. Den Mut zum Dienen und nicht besser sein zu wollen als andere. Das wäre das Gegenteil von Hochmut, ist die Demut. Und das sollten wir als Charaktereigenschaft pflegen. Das geht über das Doppelgebot der Liebe, indem wir anderen immer nur Gutes tun wollen. Und wenn die ganze Welt das machen würde, hätten wir keine Kriege, keinen Streit. Es würde niemand jemandem etwas wegnehmen. Es wäre das, wie wir sagen, das Paradies auf Erden, obwohl dieser Begriff auch zu deuten wäre, aber wäre eigentlich ein himmlischer Zustand auf Erden. Und wenn wir das nicht schaffen im Alltag, dann bleiben wir eben weiter weg. Kann schon sein, etwas näher, aber doch nicht nahe genug. Das größte Problem liegt natürlich darin, dass wir eigentlich gar nicht wissen, warum
wir hier überhaupt sind. Wir sind nicht einfach 70, 80 Jahre hier, um hedonistisch das Leben zu genießen, sondern wir haben ja einen inneren Auftrag, wieder zurückzukommen, in die höheren Sphären und vor allem hier diese Chance der Inkarnation zu nutzen. Aber der Großteil der Menschheit, leider Gottes, weiß gar nicht, warum er hier ist, dass er hier sich in einer Prüfung befindet und dass er hier sich die andere Stufe, das Jenseits hier eigentlich verdient. Und das ist das große Problem. Deshalb kommen auch all diese Themen, Schöpfung, Engelfall, Sinn des Daseins, Jenseits gar nicht zum Tragen, selbst im Religionsunterricht an den heutigen Schulen. Man weiß nicht, warum ist jemand hier? Warum bin ich hier? Was ist meine Aufgabe hier? Und das ist das Traurige. Ja, und gerade wenn ich an Swedenborg denke, dann ist ja das Leiden, also dass Menschen Leidenszustände erleben, das soll ja dann, soweit ich das verstehe, zur Umkehr bewegen. Ja, also durch den Leidensdruck, den Menschen haben, fangen sie dann eher an nachzudenken und also sich Gedanken zu machen über die Existenz. Ich glaube, das ist so, wenn es einem gut geht und man lebt in Saus und Braus, jetzt etwas übertrieben gesagt, dann denkt man wahrscheinlich am wenigsten an Gott. Aber wenn es einem schlecht geht, wenn man darben muss hier, dann ist die Möglichkeit da und das ist ja dann das liebevolle Ziel des Darbens. Das ist ja nicht eine Verdammnis oder eine etwas Unschönes, das Gott uns zustellt, sondern das ist die Chance, die wir dann in dieser Situation wahrnehmen, vielleicht eine innere Umkehr und ein anderes Bewusstsein anschließend zu erhalten. Das ist ja eigentlich das Ziel des Leidens. Das steht nicht nur in Swedenborg, sondern das steht eigentlich in allen Quellen. Das ist der Grund, dass wir eben auch hier leiden und nicht meinen, das sei eine Gottesstrafe, sondern das ist Gottes Liebe, die sich so manifestiert, um uns auf den richtigen Weg zu befinden. Also um das konkret mal zu benennen, wie würde man dann aus Ihrer Sicht umgehen mit schwierigen Lebenssituationen, zum Beispiel, dass man von einem Menschen, den man liebt, verlassen wird, ja? Der Partner, die Partnerin interessiert sich plötzlich für wen anderen oder man erlebt irgendeine Ungerechtigkeit finanziell oder körperliche Verletzungen. Was ist da aus Ihrer Sicht die Herausforderung? Sozusagen für die Seele. Ich würde sagen, primär mal, das ist aber sehr einfach gesagt, nicht an Gott zweifeln, sondern mit diesem Wissen wahrzunehmen, was bedeutet das jetzt für mich. Ist natürlich klar, dass man nicht alles einfach so locker wegsteckt und sagt, das ist jetzt einfach gut so für mich, sondern wenn man in einer solchen Situation ist, ist das sehr hart und intensiv. Aber ich glaube, das wird uns auch hier und da in den Weg gelegt, um eben auch zu beweisen, dass wir weiterhin nicht an Gott zweifeln oder gar die Existenz verleugnen, sondern dass wir uns weiterhin mit Gott in Verbindung setzen und ihn fragen innerlich, was bedeutet das für mich? Und das stärkt natürlich auch eine Seele, wenn wir in diesen schwierigen Zuständen weiterhin mit ihm vertrauen und das Leben weiter gestalten. Das ist jetzt sehr einfach gesagt, das getan, aber es ist nie eine Strafe oder etwas Böses, das Gott uns anvertraut, sondern es ist alles ein Hindernis auf dem Weg wieder zurück zu ihm. Und das kann man natürlich wahrscheinlich erst auf der anderen Seite dann, wenn der Lebensfilm wieder vor einem kommt und verarbeitet wird, richtig interpretieren. Also wenn uns jemand verlässt, dann sollten wir uns doch bewusst bleiben, dass jeder Mensch die Entscheidfreiheit hat für sein Leben. Das heißt, wir müssten das akzeptieren, dass jemand einen anderen Weg gehen will und man müsste das in Liebe aufzuarbeiten versuchen. Also ich kenne Menschen, die haben das gemacht und sie haben nach wie vor eine gute Beziehung. Sie haben akzeptiert, dass sie separate Wege gehen wollen und man ist sich deswegen nicht böse.
Man ist enttäuscht, natürlich, und man schadet sich auch nicht gegenseitig. Und das ist natürlich die große Herausforderung, Doppelgebot der Liebe, dem anderen trotzdem Gutes tun. Wieso bezeichnen Sie das als Doppelgebot? Woher kommt dieser Begriff? Der Begriff, der kommt aus der Bibel. Und das Doppelgebot, also das heißt ja, Gott und dem Nächsten Gutes tun und dem Nächsten in einem Maßstab, wie man sich das für sich selbst auch tun würde. Doppelt also Gott und dem Nächsten. Sie haben jetzt als Stichwort gesagt, also dem anderen nicht böse sein. Ja. Ja, also ich glaube, das ist so eine Herausforderung, dass man eben bei diesen schwierigen Situationen selber nicht dem Bösen verfällt. Ja, also da kann es ja alle möglichen Entwicklungen geben, dass man rachsüchtig wird, dass man gewaltbereit wird, dass man egoistisch wird. Ich glaube, dass das so eine ganz entscheidende Herausforderung ist, dass man eben irgendwie in der Vernunft bleibt und dass man auch vielleicht wieder vergeben kann. Wie wichtig ist die Vergebung aus Ihrer Sicht? Die Vergebung ist etwas ganz Entscheidendes, weil Vergebung Demut bedeutet. Und Gott hat uns ja auch Vergebung gegeben in Anbetracht, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, Jesus. Und es ist das Entscheidende, auch Vergebung ist eigentlich Liebe zum anderen, ist Nächstenliebe. Aber das ist, wie gesagt, sehr einfach jetzt so erklärt, aber das braucht schon eine hohe Seelenentwicklung, wenn man das so richtig innerlich gestaltet. Es ist aber wichtig, dass man immer von Zeit zu Zeit wieder eine Art Gewissenserforschung macht und schaut, wo man steht, welche Defizite hat man. Man kann ja das messen auch an den 7 Eigenschaften Gottes. Und die erste Eigenschaft, das ist die Liebe, die zweite die Weisheit, die dritte ist die Kraft zur Tat. Und dann Eigenschaften, wie man dann das macht, das ist einmal der Ernst, mit dem man eine Sache angeht, die Geduld, mit der man alles wachsen lässt und die Barmherzigkeit sicher gehört noch dazu. Und wenn man versucht, diese Eigenschaften bei sich selbst abzufragen, wie weit bin ich da und nachher auch an sich selbst zu arbeiten, dann denke ich, kann man einen Schritt weiterkommen, auch in der Nähe zu Gott, der sich ja in Jesus inkarniert und uns damit erlöst und den Weg zurück eigentlich zum Ursprung wieder geöffnet hat. Wichtig scheint mir jetzt auch das Thema im Dasein. Was heißt das? Und das wäre vielleicht für das nächste Mal noch einmal das Dasein hier entsprechend zu gestalten, neben der Sinn des Lebens, was auch unserem Buch entspricht. Und dann vielleicht bereits das Jenseits, die Entwicklung auf der anderen Seite etwas näher unter die Lupe zu nehmen. Also es gibt ja 3 Kardinalfragen. Die erste Kardinalfrage haben wir jetzt bearbeitet. Das ist die Frage, woher kommen wir? Die zweite Kardinalfrage ist das, was jetzt gerade erwähnt worden ist. Warum sind wir hier? Und die dritte Kardinalfrage wäre, wohin gehen wir? Und das ist das, was Sie mit den Nachtoderfahrungen auch immer herausfinden wollen. Und da gibt es auch ein Riesenfeld von Erkenntnissen, die da sind. Das wär's. Dann schließen wir dieses Gespräch heute mit der Aussicht auf ein weiteres Video über diese Lebensfrage, über diese Sinnfrage. Vielen Dank, Herr Agostoni und Herr Mayer, für dieses Gespräch und alles Gute Ihnen. Danke Ihnen. Dankeschön, danke sehr. Merci.